Die Kamera so, what? Können wir auch drüber reden. Wir haben interessante Charakterverteilungen. Ja, wir haben zwei interessante Charaktere, interessante Begegnungen. Zwei Ikes und zwei Robins haben wir dieses Turnier dabei. Zwei Robins? Ja. Wer spielt denn noch Robin? Lucy Brickett war noch ein Robin. Huh? Du stellst Fragen. Ich weiß jetzt nicht, wer Robin... Ich habe Robin von keinem Spiel gesehen. Ich habe nur gesehen, Flora hat irgendwie Robin gespielt in einem random Match gegen Niceface. Ich glaube, die haben Randoms gespielt. Meinst du, Niceface hat einfach schon das predicted, dass er gegen SDN gewinnt und Splash Mage gewinnt und jetzt gegen Splash Mage? Ich glaube nicht, weil ich glaube, er kann das Matchup auch. Ich glaube, er kann das Matchup. Weißt du, von wo genau Splash Mage kommt? Kommt er auch so näher Hamburg? Oh, du stellst Fragen, Mann. Ich glaube halt, dass Niceface in diesen Weeklies, also in den, weiß ich nicht, DCS, wissen die so, Weeklies ganz oft gegen Splash Mage schon gespielt hat. Ja. Und ich glaube, dass Splash Mage noch nie gewonnen hat gegen ihn. Aber jetzt im Moment sieht es ja ziemlich even aus. Niceface hat bis jetzt auch nicht gegen SDN gewonnen, also. Hat er nicht? Ich glaube, das war das erste Mal, oder? Zumindest, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat schon mal gegen ihn gewonnen, aber ich glaube, dass er noch nie ein Turnier über ihn gewonnen hat. Ja, okay, ja. Bist du aber das ist auf jeden Fall das Turnier, das ist der Upset. Durchgeschnitten. Laser durchgeschnitten. Okay. Also hier Führung erstmal für Niceface. Und was Robin angeht, ich hätte überhaupt keinen Gameplan gegen den Charakter. Ich habe auch schon mal gegen Splash Match gespielt. War schon knapp jedes Match, aber ich habe auch jedes Match verloren. Ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich da achten soll. Also ich meine, da ist ja die Leiste und normalerweise bei Hero oder so achte ich drauf, okay, er ist low on Mana, er kann jetzt nicht einfach, ich muss jetzt nicht drauf achten, was er bekommt, außer Hokus Pokus bei 1 und Wack oder so ein Scheiß. Aber grundsätzlich, weißt du, und ich wüsste nicht, worauf ich da achten muss, außer dass da gleich ein Item geflogen ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du, wenn er die Abi verliert, aber das passiert fast nie, dass du ihn dann aufs Feld hauen kannst, weil er natürlich sehr schwer recovern kann. Mhm. Und das andere ist halt das Schwert. Weil erstens das Schwert das beste Projektil, was er hat. Und zweitens macht es natürlich ein, also Level Sword Aerials sind natürlich komplett broken. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind so die Sachen, auf die du achten musst. Ja, aber es sieht hier tatsächlich auch echt nicht so optimal aus, schöner Attack. Okay, was macht er? Okay, er bleibt hängen. Auch noch. Niceface sagt no. Oh, ich dachte, da kommt der Uptick. Aber da kommt die Up-B. Die Rising Aerials sind nicht safe. Das ist auch eine Sache, die man gegen Robins mögen anscheinend sehr gerne Rising Aerials zu machen, weil die Aerials sind sehr gut Rising. Aber das heißt halt nicht, dass dann sind sie nicht unbedingt sicher. Ich finde das crazy, dass Niceface noch lebt. Also ich meine, er kriegt ja dauernd irgendwelche Aerials ab auch. Okay. Komm mit Discord. Aber eben gerade ist er nicht so weit geflogen dafür, dass das ein Levin Sword fair war. Vielleicht das Sourcebot? Kann sein. Ich weiß nicht, was bei dem Sourcebot ist. Ich kenne den, das ist wirklich ein Charakter, den habe ich kaum gespielt in diesem Spiel. Das war ja. Den spielen noch nicht so viele. Echt nicht. Ich meine, der ist eigentlich auch relativ funny. Oh mein Gott, der kommt gut zurück gerade. Ja, noch ein ganzes Stock vor sich, das war. Ein guter Anfang. Das ist auf jeden Fall, ja genau, das ist ein guter Anfang. Und, Okay, also jetzt kommt das. Nee, er heilt sich wieder. Schnappt ihn sich und ab er. Das ist irgendwie 11 Aerials, 11 ab er, 100. Das war schlau. Linker, mal kurz gönnen. Gut zurückgekommen. Also, das ist auf jeden Fall absolut drin. Fällt aus der Becke raus, aber mit mehr Füße. Ich find's lustig. Kein Jump. Niceface macht manchmal Side B in eine Richtung. Und wenn der Boomerang zurückkommt, macht er näher und er fliegt unter ihm durch. Ja. Und dann ist er halt auch noch ein Projektil, der das einfach so ein bisschen was blockt. Das finde ich ganz lustig. Das sind die Setups. Mhm. Hier ein paar Trades, was Niceface im Moment noch fein. Splash Mage. Setups. Oh, ist das wohl ein Combo? Ich glaube schon. Ich glaube, hat er keinen Level Sword gerade mehr. Hat er nicht, jetzt ja. Jetzt schon. Jetzt hat er es wieder. Das heißt, jetzt ist Niceface wieder in Gefahr. Noch zwei gute Hits und dann ist Niceface hier tot. Niceface will natürlich den Upsmash oder seine Killmoves. Oh, das war schön. Das war einfach schön. Das war nice gemacht. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand da gerade einträgt im Silber Bracket. Ich würde einmal ganz kurz
die Leute fragen, ob sie irgendwas eingetragen haben wollen. Ja, klar, dann nehmen wir hier das nächste Match. Ich kann doch gleich mal gucken, ob hier Scavenia und Jones und Syntax schon gespielt haben. So, wir haben Small Battlefield. Wenige Laufdistanzen. Ich weiß nicht, wer davon mehr profitiert. Ich wollte beide in einem ähnlichen Kanal spielen. Besser Long Range. So. Neues Spiel, neues Glück. Und das Glück scheint auch ganz gut zu starten. Ich bin direkt mit den schmerzhaften Kombos. Das Spiel sieht gut aus. Also bis jetzt schafft es Splash Mage, Nice Face da aus seiner Zone rauszuhalten. Ich weiß auch, was er fand, kann man nicht. Und dann halt, also Nice für sich auf 100%, Splash Mage auf nicht mal, ich rede jetzt gerade auf 40. Natürlich, Nice ist halt seine Option, Nice ist halt First Option. Und Splash Mage hat kein Feuer mehr. Aber er hat Down Air und Levin Sword. Sweet Spot, das kann natürlich sehr weh tun. Bin mal gespannt, was für Optionen jetzt hier Splash Mage sind, um den Kill zu finden. Weil, erstmal müssen wir natürlich ums Edge stabil tun. Die Bombe ist sehr frech. Arcfire, ordentlich Damage, aber killt nicht. Die Frage ist halt hier, was, wie wird das Stock hier beendet? Nice Face mit der Api allerdings zu Spot killt deswegen auch noch nicht. Ich würde aber schätzen, dass Nice Face hier schon die etwas stärkere Option hat. Random Forwarder, also Random Upies. Random Up Smashes. Natürlich, Last Mate, Random Barriers. Never mind. Schöner Forwarder, covert da den Approach. Nice Face direkt hinterher, will auch den Kill natürlich haben. Wird er aus seiner Api gefeuert, weil wir es nicht gesehen haben. Sehr viel Damage jetzt hier. Wenn er der Area noch connected hat, wäre fast bei 100% auf Nice Face Seite. Und, ja. So wie es angefangen hat, ist jetzt die zweite Stock. Sehr starker Start für Splash Mage und jetzt auch sehr starker zweiter Stock, weil er seinen ersten Stock noch hat und hier prozentual fast ausgeglichen ist. Rollt er in das lilane Superfeuer. Oh, das ist der Kill, auch mit dem Bronze Sword. Das ist natürlich ein Edge Trapping natürlich bei Robin, einer großen Stärken. Setzt ein Feuer an die Wand, das kann auch unter der Karte treffen. Du hast die Option. Es gibt auch Counterplay, aber auf jeden Fall natürlich sehr stark. Hier ordentlich Damage im dritten Stock. Das sieht sehr gut aus, das Splash Mage. Wir haben Comeback schon gesehen von Nice Face. Nice Face kann das absolut bekommen. Aber es ist alles andere als einfach. So, zwei Stocks. Nice Face hier auf 50%. Das ist ein sehr gefährliches Setup. Ist Arc Laser Thingy da. Ist sehr, sehr plus on Shield. Das heißt, du kannst einfach hinterherlaufen und grabben, wenn du Shield hast. Das ist wirklich so nicht sehr gut Shield. Hat man hier auch gesehen, dass genau was passiert ist. Und Nice Face ist hier sehr hart mit Rüll hier. Weil, das ist ja. Die spielen schneller, als ich kommentieren kann. Cleanes Game. Hier kein Prozent auf dem zweiten Stock. Hat es halt geschafft, Nice Face den ersten Stock zu nehmen und dann seinen eigenen Stock zu halten, bis die Prozent hoch genug waren und dann die Kills zu kriegen. Nice Face hat dann irgendwann den Kill gefunden, aber es war zu spät. Der Disadvantage war zu schwer. Und das heißt, wir gehen jetzt hier in Game 3. Mit einem Score von 1:1 für Splash Mage und Nice Face. Ich schätze mal, die Characters werden gleich bleiben. Die werden gleich bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Stage gleich bleibt. Aber mal sehen, was Nice Face counterpickt. Er geht wieder zu PS2. Scheint eine Stage zu sein, die er gerne hat. Okay. Nahkampffeuerball. Okay, dafür fehlt den Feuer-Follow-up. Das heißt, der Damage ist natürlich moderat. 20%. 100%. Das war ein Roll-In oder Optionskampf auf dem Feuerball. Ja, und jetzt sehen wir natürlich, Robin kann natürlich auch so ohne ihren Blitzen. Insbesondere der Elf von da ist sehr schnell und geht sehr weit. Und Nice Fist ist hier aber macht Druck. Er hat seine eigenen Optionen. Er kann halt einfach mal so. Keine Bombe für den Edge-Clapping, vielleicht die Zeit. Okay, der Nice Face Classic, der B-Reverse Side B into. Da ein Stück zu weit vorne. Hat den richtigen Read, hat den Edge gesetzt. Nicht ganz gecovert. Und der guter Air-Dodge, um der Vorwärter von Nice Face zu entgehen. Kriegt er für eine Abwehr, aber das ist hat nicht gekillt. Ich glaube, die Vorwärter hätte gekillt. Ja, das war eine risky Side B. Vielleicht dachte er, landet in der Plattform oder so. Ja, und das Game sieht genau anders aus wie das davor. Natürlich selbes
Objective jetzt für, für Splash Mage. Splash Mage muss jetzt hier den Kill bekommen. Weil sonst könnte natürlich mit ihm passieren, was im letzten Game in Nice Face passiert ist, dass halt der Gegner mit dem Lead davonläuft, aber sieht gut aus. Oh, der F-Smash trifft nicht. Druck, baut Druck auf, zwingt ihn ins Shield und auf den Grab. Es gibt schon einen Grund, warum Nice Face so gut ist. Ach, der weiß schon, was er tut. Hier wieder ein neuer Approach. Diesmal geht ins Leere. Das ist eine gute Situation für Splash Mage. Allerdings. Okay, jetzt wieder resettet zum Beispiel. Covert da seine Recovery mit der Bombe. Muss man respektieren. Und nach Nice Face hier. Auch Damage auf diesen zweiten Stock. Sehr viel Damage. Das sieht bedrohlich aus. Langsam für Splash Mage. Covert da. Du willst von der Kante runtergehen. Und da ist natürlich ein Fuß im Weg. Also das ist alles andere als einfach hier für Splash Mage. Das ist nicht safe, wird gepunished, gekillt aber zum Glück nicht für Splatmate. Oh, was für eine Option! Read den Jump von Nice Face und kriegt damit den Stock-Ausgleich. Das ist machbar. Guter Start, guter Start. Gibt's ein Feuerball oder ein guter Combo-Starter und dann hat er den Damage auch fast wieder drin. Robin kann sehr viel Damage machen, wenn er den richtigen Setup trifft. Hat er zu viel losgelassen. So. Ich bin mal gespannt, ob Nice jetzt hier ruhiger spielt, aber die Dash Attack, eine sehr interessante Option, wird eigentlich geparried. Skill. Gute Idee, leider ein bisschen zu langsam, kann das nicht punishen. Und jetzt hat Nice, haben wir dieselbe Situation wieder vor, Nice Face mit 50% und Splash Mage muss diesen Kill kriegen, aber Nice Face hat nicht 50%. Das ist fast even. Es ist even, aber halt ein Stock. Im Advantage für Nice Face. Das ist mehr oder weniger eine Umkehrung des letzten Games. Benutzt sie den Boomerang, absichtlich oder unabsichtlich, um halt diesen Laserfeuerbrand-Dingens aufzuhalten. Die Projektile clashen hier, das ist wahrscheinlich im Moment gut für Nice Face. Damage im Moment. Man merkt sich, Splash Mage arbeitet hier wirklich für jeden Treffer. Spielt um die Optionen rum, die Nice Face da hat. Und dann doch das Projektil in dem Moment zu schießen, wo es Nice Face nicht erwartet, um sein Damage hochzubekommen. Ja, wir kommen zurück. Game 2 war mehr oder weniger der umgekehrte Version davon. Splash Mage hat es tatsächlich geschafft, im letzten Game den Lead zu bekommen und wegzulaufen damit. Okay, keine. Oh, nice. Aber also steht es 1-1? Es steht 1-1, aber dieses Game sieht ein bisschen andersrum aus. Oh, er hat ihn mit dem Buch getroffen und danach genau. Kam er nach der Explosion. Und ab. Okay, er kriegt den aber noch. Fine. Ich dachte schon. Er hat einfach gepunnelt. Wir sagen, er hat gepunnelt. Ja, er hat ihn. So, jetzt muss er nur noch überleben, Nice Face töten und dann hat er gewonnen. Leichter gesagt als getan. Sehr viel leichter gesagt als getan. Nein, oh, du siehst diesen Druck. Nice Face ist sofort mit der Vorreiter da, wenn er sieht, du bist da in der Luft. Das ist ein super Anti-Atoll als Rising Area. Versucht gar nicht so viel zu chargen, ne? Es ist fein, das sollte fein sein. Die Recovery ist gut, aber let's check. Ja, fast genau, also letztes Game war Splash Mage hat auf dem zweiten Stock kein Damage gekriegt. Okay, krass. Und dann gewonnen, aber den ersten Stock verloren. Der ist nicht so leicht in der Situation was zu machen, ne? Die Bombe bounced ja, noch. Sehr schwierig. Haben diese Situation haben häufig gehabt und häufig war Nice Face hat auch Bombe getriggert, versucht den One-Frame zu bekommen, irgendwie sowas. Diesmal Bombe gebounced, einfach den F-Tilt genommen. Keine Rolle auch diesmal. Ja, mal davor ist er auch durchgerollt und der F-Tilt verfehlt. SDN macht das natürlich immer smart, also er springt und macht Z-Trigger. Das ist auf jeden Fall smart. Man kann normalerweise auch einen Angriff einfach reinmachen, dann hätte die Bombe vermutlich Nice Face getroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Alter, Link macht so viel Damage. Oh, ich hab doch schon gesehen, dass da die Abwehr kommt. Oh oh. Das ist überlebt, easy. Okay, die Recovery von Robin ist sehr, sehr gut. Aber sie kommt natürlich nicht ohne Kosten. 3. 40 Damage. Mal ganz nebenbei. Und schön nochmal ein bisschen. Ja, der will das ausgleichen, glaube ich. Der will das equalize. Und ich habe das Gefühl, das könnte auch hinbekommen, weil das sieht nicht schlecht aus. Natürlich, der Fuß von Link ist sehr groß und sehr mächtig. Der blockt da den Weg, aber es ist 7 mehr oder weniger. Go. Fällt aus. Das ist der Vorteil von Single Hits. Kannst nicht rausfallen. Kannst du verfehlen.
Fühlt sich viel besser an, wenn du verfehlst, als wenn jemand rausfällt. Mhm. Man fühlt sich immer so ein bisschen verarscht, ne? So als ob man nichts besser hätte machen können. Und einfach, dass es an der Attacke liegt, wenn der... Dash Attack. Oh, der letzte von 10! Splash Bridge ist einfach Klatsche, ist fuck! Der hat mir gerade eine Frage beantwortet damit auch. Oh. Okay. Schöne Rolle von, dass er aus dem Saison kommt. Aber ja, das natürlich aber auch ein bisschen insane gewesen, hätte er den gekriegt. Das ging es. Was für ein Turnier! Das ist ja insane! Alle Sets sind schon wieder... Also, ich muss ja häufiger kommentieren. Ey, wirklich. Ey, ich kommentiere ja andauernd. Und da sind so viele spannende Sets. Das ist wirklich crazy. Auch letztes Mal war so spannend einfach. Oh, hat, glaube ich, einen Pfeil getroffen da mit seinem Superlaser-Plasma-Thingy. Mhm. Weißt du, wie das heißt? Meinst du L-Thunder? Ark-Thunder? Ist das Ark-Thunder? Welcher war das genau? Das X? Der ist so ein... Genau. Das X. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, es ist Thunder, L-Thunder oder irgendwie so. Cross. Cross Thunder. Keine Ahnung, Mann. Das Cross-Plasma-Fire-Thing. Ich habe weder Fire Emblem... die Version da gespielt, wo da hinher kommt. Oh, oh. Das war da schon im Rücken, er wollte sich umdrehen. Und ja, gnadenlos gepunished von Nightfade. Das ist ein gratierter Grab, wenn er so viel hat. Das ist sehr asozial. Aber ich mag Nightfade nicht häufig. Er wirft den Boomerang on stage und der covert dann halt die Option, weil er mit dem Option, mit dem Edge-Trapping, was Flashback machen möchte oder Setup möchte, clankt und dann halt die Feuer auscancelt oder den Laser abcancelt. Mhm. Und das ist echt praktisch für ihn. Schwert, bounce da rum. Oh, oh. Ark Thunder, ja. Er hat Ark gesagt. Oh ja, okay. Ark Thunder. Parry Forward ist nicht schnell. Ich dachte, das wird ein Uptilt. Aber ja, warum auch? 36%. Ja, Splash Mage muss hier irgendwie... Sowas treffen. Sowas treffen, genau. Genau, das ich macht... Dachte schon so, ich dachte schon, das wäre so ein bisschen Desperate Fishing gerade. Aber es hat geklappt, also... Also ist es nicht Desperate. Wenn es klappt, ist es nicht Desperate. Oh, oh. Schönes Set davon. Was macht der? Ja, das ist besser. Ist besser. Hol dir einfach die 1,2% und krieg noch eine Chance. Ja. Gewinnst du an der Ledge statt da irgendwie einfach blöd zu paniken und versuchen die zu avoiden oder so. Oh, jetzt kein Level Sword. Splashmack muss jetzt ein bisschen aufpassen. Sehr wenig hat gar keinen. Wie viel kriegt man zurück? 10? 19? Ich glaube, aber wenn du Moves machst, dann wird es weniger. Oh mein Gott. Jetzt schon wieder. Oh, das Alter, hat er den bekommen. Ich glaube, da hätte er wahrscheinlich draus kombo können. Ja, Abwehr und Back Air. Hätte nicht gekillt, das killt, oder? Nee, oder? Oh doch. Das killt. Oh doch. Und das war das 3-1 für Niceface. Okay. Mit einem sehr starken Set von beiden Spielern allerdings. Muss man sagen. Und im Moment.